So, dann herzlich willkommen zum JFT Live Trading TV. Und dann schauen wir auch gleich direkt den DAX an. Der DAX eröffnete heute als auf Xetra knapp unter der 10.400er Marke, scheiterte aber dann halt hier im Stundenchart an der Unterkante des Rainbows. Und aktuell, ja, stehen wir bei 10.318. Zwischenzeitlich sah es so aus, als könnte er bei 10.340 hier eine kleine Unterstützung bieten und dann eben nach oben durchsausen. Das hatte ich immer auf dem Radar, aber da waren eben dann die Verkäufe im Future eben stärker und deshalb habe ich auch nichts im Chat erwähnt und man sieht auch, dass es dann nicht gehalten hätte. Der Stopp ist jetzt aktuell eben dann schwierig auch zu managen. Wenn man jetzt kurzfristig unterwegs ist, kann man hier im 15-Minuten-Chart eben eine Unterstützung an der Unterkante des Rainbows ausmachen, bricht die aber auf Schlusskursbasis, also auf 15-Minuten-Basis, ja, wird höchstwahrscheinlich ein Gap Close dann erfolgen. Der liegt eben bei 10.283. Also hier, wer wirklich im ganz kurzfristigen Fenster unterwegs ist, bietet sich hier eventuell eine Long-Chance mit doch einem engen Stopp. Oder man wählt halt hier das letzte Tief bei 10.300 Punkten. Also das wäre hier eine sehr antizyklische Möglichkeit im ganz kurzfristigen Fenster. Also jetzt hier bei rund, ja, 15, 17 Long gehen und den Stopp hier 20 Punkte weiter unten hinsetzen. Sonst bietet sich, sage ich mal, auch auf Tagesbasis eigentlich noch natürlich noch kein Kauf an. Ja, die gestrige Unterstützung hier an der Wolke hielt ja. Aber da jetzt hier keine Käufe aktuell erfolgen, ist natürlich ein Abverkauf weiter möglich. Sonst, ja, im 4-Stunden-Chart erkennt man eigentlich nichts Großartiges und auch hier, wo ich noch das Gap eingezeichnet habe, ja, lauert halt hier das Gap weiter unten noch bei 10.140 Punkten rum, die Unterkante. Kommen wir eben zu den Setups. Ich habe ja die alten dann eben rausgenommen. Das sind jetzt hier alle Charts, die ich auf JFD bzw. auf Godmode dieses Jahr veröffentlicht habe. Kommen wir erst zu Palladium. Das ist ja auch ein sehr antizyklisches Setup gewesen. Hier hielt der Stopp noch Stand. Aber wie gesagt, das ist hier einfach nur eine Unterstützung. Bietet sich also auch in den unteren Zeitebenen, ja, sieht man ja, wie bärisch das immer noch ist. Also wäre wirklich hier stark antizyklisch. Zum Gold. Da hatte ich eben auch im Stream eine Analyse, dass hier, da standen wir an dem EMA 200, gab es eben noch keinen Ausbruch. Das ist wieder ein Rücklauf, der dann aber halt ein Stück später stattfand zwischen 1072 und 1070 Punkten, der dann eben hier eben leicht verzögert, nachdem es eben neues Hoch gemacht hat. Bei 1083 kam dann der Rücklauf und hier war dann Einstieg möglich und man liegt hier dann knapp im Plus. Hier das andere ist, ja, ist natürlich schwierig, ist hier halt temporär halt ausgeführt worden, wer das direkt hier gesetzt hat. Auf Schlusskursbasis ist dieses Level ja noch nicht erreicht worden, die 1081. Da hatte ich ja eher dann hier dieses Setup erwähnt, dass man hier den Rücklauf ja kaufen sollte. Zu der Apple-Aktie, die ich ja dann gestern kurz im Video oder heute Nacht im Video kurz vorgestellt habe, die ich noch nicht irgendwo sonst veröffentlicht hatte, die Analyse, konnte hier direkt in dem Unterstützungsband dann eine schöne, ja, konnte auf Tagesschlusskurs, auf Tageshöchstkurs schließen.
Also hier bietet sich definitiv ein Long-Versuch oder eine kleine Long-Position an. Ja, mit Ziel, ob jetzt direkt hier hoch, dass der Kurs direkt hier hochläuft. Ja, aber bis 110 sollte hier der Kurs laufen. Also nicht ganz bis 112. Bei den anderen Chartbildern, okay, schauen wir noch kurz den Nikkei an. Deswegen hatte ich auch heute Nacht noch drauf gewartet, wie sich der entwickelt. Hielt sich noch an die, gerade noch so an die Vorgaben. Auf Schlusskursbasis wurde die 18.350 Marke zwar also nicht verletzt, nur Intraday leicht, aber das Short-Signal, was eben auch auf Tagesbasis eben aktiviert ist nicht aktiviert worden. Also hier passt es auch noch im Hang Seng Index. War hier die Bedingung, dass es, wenn über noch 21.000 Punkte, wäre die Möglichkeit da, dass er eben ansteigt. Hier konnte er schon zwischenzeitlich wieder auf 21.400 Punkte ansteigen, aber allerdings eben auch hier nochmal eine negative Kerze, eine schwarze. Aber hier zeigt sich auch, dass dieser Abwärtstrend halten sollte und definitiv auf Schlusskursbasis die 20.700er Marke für das Long-Szenario. Bei den anderen zwei Werten handelt es sich um Werte, die ich auf Gottmod veröffentlicht habe, noch vorbörslich. Also gestern einmal um 15:10 Uhr und einmal um 14:15 Uhr, als natürlich die negativen Future-Stände da waren. Oder man kann es ja hier auch immer nachkontrollieren, wann ich die dann veröffentlicht habe, war eben die Bedingung für ein richtiges Short-Signal war eben erst unter Kurs, Schlusskurs unter 172,50. Und wie man sieht, hat der Kurs exakt diese Linie angelaufen und ist dann eben bullisch abgeprallt und konnte sich auch über die 175 sozusagen retten. Bei Amgen war das ähnlich. Hier wurde spekuliert, dass eben ein Rücklauf an den EMA 200. Und siehe da, kann ich jetzt hier auch nicht direkt größer machen, aber man kann das ja auch hier bei den Setups kurz sehen. Hier lief eben der Kurs exakt an den EMA 200 hin. Die war eben auch noch durch eine Trendlinie unterstützt. Und wie man sieht, bullisch abgeprallt. Also da lief Amerika sehr sauber. So, das war's. Danke fürs Zuhören. Und wir können ganz kurz noch den DAX anschauen, aber hat sich hier definitiv. Ist jetzt auch unter die Unterkante des EMAs im 15-Minuten-Chart auch gelaufen. Jetzt liegt er eben genau auf dem Gap-Oberkante und hat eben hier dann den Gap-Close vollendet. Jetzt sollten natürlich die Bullen ein bisschen an den Markt zurückkommen und hier den Kurs natürlich jetzt nach oben treiben. Sonst sieht es dann schon bitter aus beim DAX, dass wir eben dann direkt sonst hier runterlaufen an das andere Gap vom 14. bzw. 15. Dezember. So, danke, bis später.